Und willkommen zurück zu Let's Play Lost Odyssey, mitten in der Kanalisation, nach wie vor mit Seth, Zed und der gute Tolden. So, wir sind schon recht weit, zumindest glaube ich das. Wir haben auch schon die Tür gesehen, wo es wahrscheinlich hier rausgeht, aber in die Tür gehen wir natürlich noch nicht. Nicht solange wir nicht jeden erdenklichen Schatz haben. Hä, warte mal, jetzt sind wir wieder hier. Das finde ich jetzt gerade ein bisschen verwirrend, ehrlich gesagt. Warum ist hier offen? Hätte ich... Mal gucken, war ich hier noch nicht? Nee, Quatsch. Hä? Das ist doch... Ja, da war ich, natürlich. Seltsam, wieso ist denn die Tür auf gewesen? Also, hätte ich die ganze Zeit da runter können? Ach nee, wahrscheinlich nicht. Ich habe da unten wahrscheinlich irgendwo eine Tür erst geöffnet. Das heißt, wir haben mal wieder eine super tolle Abkürzung gebaut. Also wieder runter. Weil das da oben kennen wir ja schon alles. So. Ah, da waren wir noch nicht. Kann ich vielleicht außen rum? Nee, geht nicht. Na egal. Dann gehen wir zurück. Umso besser. Noch ein bisschen schneller hier. So, zurück. Ja, so ein Rennen-Button ist manchmal schon was Feines. So, und unten waren wir noch nicht. Genau. Ja, da ist eine Kiste. Schmetterlingsgift. Ach, was will ich alles finden? Und hier können wir wieder eine Tür öffnen. Ich vermute mal, wenn wir die Treppe benutzen, dann kommen wir in ein bekanntes Gebiet. Ja, definitiv. Also gehen wir gleich weiter nach links. Und Gegner. Jo, lassen wir sie drauf. Die ersten für diese Folge und danach schneide ich sie wieder raus. Denn ihr seht ja, es hat sich nichts verändert. Hier sind immer noch Untote. Misslungene Experimente, höchstwahrscheinlich von Gongora. Und wie misslungen die sind, das seht ihr gerade, also keine Herausforderung. So, und weiter drauf. Einfach die A-Taste gedrückt halten, dann geht das zack zack. Ist auch mal was Schönes. So, wunderbar. Ach, da lebt ja noch einer. So, aber jetzt. Das war aber knapp. Jo, wir bekommen mittlerweile auch keine nennenswerte Erfahrung mehr von denen. Also langsam werden sie wirklich nervig. So. Ich vermute ja mal, dass wir die Leiter kennen, aber da unten waren wir noch nicht. Und da unten ist noch eine Leiter. Hm, die ist neu. Das ist doch bestimmt irgendeine Kiste. Na klar. Her damit. Wissensohrringe. Ist garantiert wieder weiße und schwarze Magiestufe, so und so. Das sind ja immer die Ohrringe. Ja, und die schneide ich heraus. Yo, das immer wieder. Ja, dieses große, fette Gegnervieh, das ich immer so belächelt habe im letzten Teil. Ihr werdet es kaum glauben, aber da kann Kompositmagie. Und er ist wirklich dazu gekommen. Aber wie ihr seht, ich lebe noch. Und so weiter. So, da oben war nichts mehr, beziehungsweise da ist das alte Gebiet, das kennen wir ja schon. Das heißt, es gibt nur noch einen Weg. Dafür müssen wir jetzt ein bisschen zurücklaufen. Ich versuche es schnell zu machen. Ne, warte mal. Komme ich hier überhaupt... Ach, das sind die blöden Kisten. Oh, muss ich ganz außen rumlaufen. Obwohl, nö. Ich kann ja auch den alten Weg nehmen. Moment. Wie war das? Kurz überlegen.
große Karte machen. Ne, ich glaube, das passt sogar schon. Ich muss nur die Leiter hoch. Ja, genau. Denn aufmerksame Zuschauer des letzten Teils haben sicher bemerkt, dass da noch eine Tür fehlt. Und ich vermute mal stark, dass das eine optionale Tür ist, die wiederum zu einem noch früheren Gebiet führt, wo wir eine Kiste nicht bekommen haben. Wenn eine Kiste so umständlich zu ergattern ist, dann ist da garantiert was Tolles drin. Ich hoffe es zumindest mal sehr. So, und die Rede ist nämlich von dieser Tür da, genau. Mal gespannt. Das ist, ja genau, das ist das, wo ich hin wollte. Wir sind richtig. Jo. Abkürzung schaffen. Wer weiß, ob wir da nochmal hin müssen. Und fünfmal die Dämonenskulptur. Hm. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich mich darüber freuen soll. Mir nicht, ne, ich weiß nicht, was man damit basteln kann. Naja, lassen wir es einfach mal so im Raum stehen. Umsonst war es aber bestimmt nicht. Okay, jetzt aber können wir mit der Story weitermachen. Und dazu müssen wir wieder da außen rumrennen. Genau. Und mal sehen, ob der Dungeon dann wirklich fertig ist oder aber noch weiter geht. Also so langsam, aber sicher habe ich genug von Kanalisation. Wenn man die eine noch dazu nimmt, dann ist das jetzt schon der dritte Part, wo wir in diesen Untergrunddingern rumrennen. Und langsam reicht's. Deswegen gehen wir jetzt da hoch. Das war doch da oben, oder muss ich erst noch eins nach links? Ah, ich will mein Crane. Ja, wir sind richtig. So, noch einmal Gegner wegschneiden und dann geht's rund. Sodele. Da hinten ist die Tür, unser Ziel. Es ist zum Greifen nahe. Deswegen rennen wir auch geschwind dahin. So, und da ist noch eine Mülltonne, da müssen wir natürlich reinschauen. Und bekommen Seelenmedizin. Na gut. Ja. Es geht immer noch weiter. Na, na gut. Also weiter. Oh, jetzt geht aber ganz schön nach unten. Okay. Eine große Tür und sonst nichts. Wow. Ich hab ein bisschen Schiss, dass jetzt ein Endgegner kommt. Wir haben schon ewig lang nicht mehr gespeichert. Ist da irgendwas? Solange ich die Kisten jetzt nicht rumschieben muss, ist ja alles in Ordnung. Mein Schiff! Das hier? Ja, die Nautilus. Ist sie nicht eine Schönheit? War die ganze Zeit angesperrt, das arme Ding. Sie ist ein gutes Schiff, wirklich. Hat alles, was ein Schiff so braucht. Ja, wir gehören zusammen. Ist wohl Schicksal. Aber wenn sie hier ist, kommen wir mit ihr vielleicht hier raus. Okay, komm mit, Tolton. Danke, dass sie heil geblieben ist. Oh, ja, keine Ursache. Der Bestien, die Ura zerstört haben? Hey, hey, geh aus dem Weg! Du störst uns beim Familientreffen! Kann ich mein Schiff nicht mal einen Moment für mich alleine haben? Ich fürchte, diesmal wird das kein Spaziergang, Leute. Okay. Es gibt keinen Speicherpunkt, aber es gibt einen mordsriesigen Endgegner. Ja, wenn das Final Fantasy wäre, dann wäre das definitiv ein Weapon. Keine
keine Angst vor dem Kampf, eure Durchlaucht. Irgendwie wird das schon gehen. Hey Mama, das können wir brauchen. Wir starten ihn, indem wir magische Energie auf dieses Motorteil schießen und dann... Seth, wie oft habe ich dir gesagt? Erst handeln, dann reden. Starte ihn. Okay. Wir können uns den Kampf anscheinend einfacher machen, aber das kann nur Seth, wie ich das sehe. Die magische Bestie. Ach, wir haben keine Magie. Also keine nennenswerte Magie zumindest. Doch, wir könnten Deckung machen. Ich werde das auch tun. Deckung auf Seth. Und, ach Gott, Tolden sollte sich heilen. Gleich mal einen Heilungstank auf Tolden. Und der gute Seth kann auf den Hafengran schießen. Das machen wir. Zum Glück ist er ja ein Fernkämpfer. Aha. Hat aber noch nicht gereicht. Okay, der Schaden ist ein bisschen lachhaft. Aber es steht ja auch hinten. So, zum Glück habe ich Seth ein bisschen mit Zaubern ausgerüstet gerade. Sie kann zwar nicht so viel machen, aber ein bisschen Deckung schadet nicht. Und der Buffer, der uns dann zusteht, der ist ja nicht kleiner dadurch. So, was könnten wir denn jetzt mit Tolden machen? Ich habe keine Ahnung. Ach, kommen wir gerade einfach mal ganz normal an. Ich sehe zwar nicht, wie viel er hat. Und Seth natürlich weiter auf den Hafenkran, klar. Ja, das zuckelt, aber braucht wohl noch ein paar Angriffe. Ha, Schadenschutz. So muss es sein. Und gleich noch mehr Deckung. Ich glaube, es ist auch möglich, dieses Vieh auf normalen Wege zu killen. Aber nö, warum sollen wir das machen, wenn es auch so geht? Weil der Schaden nicht mal so schlecht ist, den wir machen. Ich würde echt nicht sehen, wie viel der Typ hat. Ach, gepennt. Bodenschlag, was anderes kann der anscheinend nicht. Sie meint es echt lieb mit uns. Gut, machen wir weiter. Okay, aber... Ich kann ja nicht schneller machen, wie jetzt gerade eben. Also wenn das Ding nicht bald... Ich habe gerade Mordschiss auf die, vor diesem Riesenschlag. Sollte ich mich vielleicht doch noch ein bisschen mehr buffen? Schlag klingt physisch, also machen wir mal ein Aulschild. Und weiter auf den Hafenkran, bitte. Werter See. Ah, komm schon. Jawohl. Was ist? Hat's geklappt? Ach, sei still. Es reicht einfach nicht. Probieren wir es nochmal. Okay, einen Treffer brauchen wir wohl noch. Und ironischerweise braucht der Weapon auch nur noch eine Runde. Kommt drauf an, wer jetzt zuerst dran ist. Gut, mehr buffen kann ich mich im Grunde nicht. Also schauen wir mal. Wir sind zuerst dran, sehr gut. Und rauf mit. Nicht gut. Den Feuerkern. Verdammt, das ist magisch. Zum Glück hatten wir Schadensschutz. Ein Hoch auf die Deckung. Deswegen machen wir sie gleich wieder drauf. Gut, aber... Jetzt stehen wir doch noch recht gut da und... Der Kran müsste doch jetzt... Nein, noch nicht. Ah ja, unser Wallschutz ist nur noch auf Stufe 2. Das spürt man jetzt langsam. Egal. Ach, da oben links sieht man ja die geladene Energie. Oh. Schön, dass ich das auch mal sehe. Halt, stopp. Da fehlt noch eine Deckung.
So, und weiter aufladen, bitte. Perfekt. Oh, das braucht aber noch gut 2-3 Treffer. Aber ist egal. Also dieser Bodenschlag ist mir mal absolut piep egal. So. Und jetzt kann er uns schon wieder nichts anhaben, im Grunde. Noch ein, maximal 2 Treffer. Dann geht's rund. Schallbeben. Was denn das? Okay. Ging nur auf die vordere Reihe. Und unsere Deckung sitzt. Jawohl, der ist voll. Es funktioniert, es klappt. Jawohl. Oh ja. Und los geht's. Wie war das, Mama? Ich hab's immer noch drauf. Los geht's! Na los! Los geht's! Na los! Auf geht's! Das war mal ein geiles Finish. Sowas stehe ich. Macht's euch bequem. Wow, nicht anfassen. Ich habe mich nur gefragt, was das ist. Was, gleich 3? Sie kommen. Was ist los? Angst zu kämpfen? Kämpfen? Ich hab's trainiert. Aber das ist das erste Mal, dass ich gegen echte Monster kämpfen muss. Ja, ist was anderes als Trainingsrunden. Was, euer Lieblichkeit? Hast du keine Angst? Ich liebe es. Und los. Okay. Von Zed auch wahnsinnig gut animiert. Tutorial, Flucht aus der Kanalisation ansehen. Brauchen wir nicht. Ich weiß noch, was da auf uns zukommt. Ja, lasst euch einfach überraschen. Ich sag nur Quicktime-Events. Und hinzu sei gesagt, ich bin nicht so gut bewandert mit dem Xbox-Controller. Bin eigentlich mehr das PlayStation-Kiddie. Wie man gerade schmerzlich gesehen hat. Ja, ich wurde getroffen. Das darf mir nicht oft passieren. Treffer. Es gilt also, wir müssen per Quicktime-Events müssen wir diesen Mistviechern ausweichen. Das ist mal richtig geil inszeniert, also zieht euch einfach mal rein, ich bin einfach mal leise. Mich ohnehin konzentrieren. Ja, jetzt muss ich es dauerhaft drücken. Aber das hat auch geklappt.
Ja, A und B sitzt bei mir. Nur mit Y und X tue ich mir meistens schwer. Aber wenn es einmal sitzt. Wieder schnell drücken. Ja, dieses Schnelldrücken ist kein Problem für mich. Da wurde man quasi in Mario Party sowas von trainiert, teilweise. Das war nochmal ein nettes Minispiel zur Abwechslung. Genauso Sachen vermisse ich zum Beispiel in Final Fantasy 12 oder 13. Naja. Es ist eine Sackgasse. Nein, unser Ausweg. Wie? Wir fliegen. Fliegen? Festhalten! Großartig! Ja, geschafft! Wir haben sie abgehängt! Ah, herrlich! Was für ein tolles Schiff! Ich liebe es! Fliegen wir? Das war echt gut. Ja. Klasse, hä? Huh? Hat das Spaß gemacht, Hoheit? Ich bin niemandes Hoheit. Nur ein Mann. Ich habe endlich erkannt, was für ein Mensch ich sein will. Und welche Art Mensch ist das? Ein tapferer Mensch. Ich will sein wie du, Seth. Lachend im Angesicht der Gefahr. Klar. Es ist gar nicht so leicht, wie es scheint, oder, Majestät? Jeder will tapfer sein. Wenn ihr wirklich meint, was ihr sagt, müsst ihr mehr wagen. Ein Anführer sein. Anführer? Das scheint mir doch ein wenig zu anspruchsvoll, Seth. Ja, das glaube ich auch. Okay, und wo steckt jetzt dieser Schlaumeier? Ich habe überall auf dem Gleis gesucht, aber ich kann den magischen Zug von Keim und Selva nicht finden. Sowas haben wir auf unserem Herweg auch nicht gesehen. Also, nichts auf dem Gleis selbst, gar nichts. Wo führt das Gleis überhaupt hin? Es führt wohl erst nach Osten und biegt dann nach Norden ab. Man kann es im Schnee schwer erkennen. Nach Norden? Naja, keine Sorge. Ich wette, Keim kann allein für sich sorgen. Gehen wir bei der Treppe da hinten runter vom Gleis. Jo, jetzt fehlen wirklich nur noch Sarah und Keim. Und dann müssen die beiden Gruppen halt noch zusammenfinden. Und das war's. Mal schauen, ob das so einfach ist. Jetzt gucke ich aber erstmal, ob da hinten noch was ist. Ja klar, bekommen wir jetzt noch Gegner vorgelatzt.
Aber wir sind ja zu viert jetzt. Ja. Warum überrascht mich das jetzt nicht, dass meine Freunde wiederkommen? Aber ich mach die jetzt nicht. Ich hab's euch das letzte Mal... Na gut, im letzten Part war das, habe ich euch gesagt. Dass ich keine Lust habe, dass die ihren kleinen Zwischenendboss nochmal rufen. Es reicht ja, dass wir ihn einmal gemacht haben. Und ich möchte nur ganz kurz gucken, ob da hinten noch was ist. Hey, Keim ist nicht da entlang. Gehen wir vom Gleis runter und suchen ihn. Jo, das war's nämlich auch schon. Also machen wir das auch. Und ganz ehrlich, Leute, also jetzt gerade im Vergleich zur anderen Gruppe, ich habe mit dieser Gruppe sehr wenig Lust zu kämpfen. Gerade weil sie so extrem auf Magie getrimmt sind. Kein einziger richtiger Kämpfer hier. So, ist hier noch was? Die Karte sagt man überhaupt nichts gerade. Okay. Oh, wir sind draußen. Und da kommen neue Gebiete auf uns zu. Boah, und wie ihr seht, alles gesperrt hier. Ich habe keine Chance, nochmal in dieses Camp zu kommen. Das ist anscheinend total vernichtet. Noch nicht mal ausgegraut. Das ist ärgerlich. Also da habe ich irgendeine kleine Nebenmission jetzt übersehen, aber das ist nicht so schlimm. Weil, ich habe es euch schon mal gesagt, so Dinger kommen dann im Auktionshaus nochmal, egal was wir da bekommen hätten. So, wir waren im Frostbad und uns bleibt nur dieses Flüchtlingslager. Na dann. Boah, hier drüben ist es warm. Warum sind da so viele Leute? Dies muss der Ort sein, an den Gothas Einwohnern geflohen sind, nachdem alles einfror. Das heißt, dass es hier sicher ist. Endlich. Ich kann mich in Frieden entspannen. So, und ich mache eine ganz kurze Pause. Und weiter geht's. Okay, ein Haufen Leute. Schauen wir uns mal um. Für Gotha ist es vorbei. Ja, wahrscheinlich. Unglaublich. Wie kann Gotha statt von Eis bedeckt sein? Das Eis überkam uns wie ein großes Monster. In Sekunden wurde alles pulverisiert. Ja, wir waren live dabei. Wir wissen, was da passiert ist. Die Kents haben echt große Ohren. Damit hören sie bestimmt meilenweit. Pah, überall wo ich hinkomme, fragen mich Kinder nach meinem Volk. Ja, sie sehen schon sehr sonderbar aus. Alle Gothaner, die ich vorher kannte, taten immer so, als wären sie besser als ich. Aber die Leute hier sind freundlich. Jo, in solchen Zeiten sollte man zusammenhalten. Laute Glocken bekommen, okay. Hey, übrigens, den Kent macht Kälte gar nichts aus. Na dann... Wow, was war denn das für ein Ruckler eben? Okay. Stimmt es, dass der Anführer der Monster besiegt wurde? Das wird den Monstern hier eine Lehre sein. Vielen Dank. Ja, das war diese kleine Nebenmission von diesem Don Lablos. Hey, ich hab gedacht, da gibt's jetzt eine Belohnung. Naja, vielleicht kriege ich die noch woanders her. Und das ist ein Geschäft. Da ist schon wieder dieser Typ. Also entweder hat er sehr viele Brüder, oder er ist einfach überall. Hallo Reisende, möchtet ihr einen besonderen Ring? Ah, das war der Ringmann. Ich kann mir immer noch keine leisten. Toll. Bin ja echt mal gespannt, was mir da noch alles fehlt. Ah, willkommen. Ist das etwa die Klaue von Don Lablos? Der Kerl war der Anführer der Monsterhorde, die hier Verwüstungen angerichtet hat. Das war ein riesiges Problem und jetzt habt ihr es für uns gelöst. Im Namen aller Flüchtlinge danke ich euch von ganzem Herzen. Bitte nehmt das hier als Belohnung. Heilige Fackel und heiliger Ring erhalten. Das klingt so, als wäre das was für Kuck.
Und Beweismarkerin. Tatsache. Ist auch besser. Und der Ring. Luftstufe 2, Maschinenkiller und Schlafwirkung. Nicht schlecht. Du bist doch bestimmt ein Shop. Ah, unsere Helden. Was braucht ihr? Ich gebe euch gerne alles, was ihr braucht. Ja, wir haben ja schon wieder viel Geld. Das ging ja flott. Oh ja. Auf jeden Fall mit den Diskus. Und das hier gleich zweimal für Ming und Jensen. Heiliges Zepter. Hallo? Ich habe zweimal gesagt. So. Aber das ist auch ganz schön teuer, ey. So, haben wir hier noch was? Die warme Weste. Anti-Starrer. Noch was? Nö. Komponenten. Hier haben wir nicht so viel. So. Hiervon noch 5. Huch. Oh. Ey. Ach, ist ja Controller. Da haben wir noch 16. 17. Ja, das Geld ist schon wieder so... Ah, das war's mit dem Geld. Ja, das ging mal wieder schnell. So. Aber es hat sich gelohnt. Ach, komm, wir könnten ja mal zumindest die Waffen wechseln, wenn ich sonst schon nichts mache. So. Ach, den will ich doch nicht. Das heilige Zepter. So, jetzt aber. Gut. Das war's hier drin. So. Normalerweise hätten wir jetzt erst die Mission bekommen mit diesem Don Laplos. Ich weiß noch, im ersten Durchgang habe ich den relativ lange offen gehabt. Ich wusste nicht, wie ich den bekomme, weil er hat es nicht so genau gesagt. Aber jetzt wisst ihr es ja. Einfach diese grünen Mistviecher machen. Er kommt von draußen. Oh, da musst du müde sein. Warum ruhst du dich nicht auf dem Bett in dem Zelt dort aus? Das ist ein netter Vorschlag, das machen wir auch gleich. Mein Großvater wurde vom Eis getroffen. Es geht ihm schon besser. Hier wird sehr gut für ihn gesorgt. Na dann. Gibt's hier sonst noch was? Ja, mit denen haben wir noch nicht gesprochen. Ein offenes Feuer. Ja, gut, das lese ich mir jetzt nicht alles durch. Sie sagen ja im Grunde immer das Gleiche. Zeiten von Not und alles vereist und... Ja. Gehen wir mal noch darum. Da ist noch ein Kent. Hm, was hat er gesagt? Ist es wahr, das Gerücht von Zerstörung kennt? Die Leute hier sind sehr herzlich, aber ich mache mir große Sorgen um meine Heimat. Jo, und ich mache mir Sorgen um die Nebenmission, die ich nicht gemacht habe. Naja. Tausend Gil, yeah. Geht ja zufällig nach Goza? Meine Mutter ist so stur, sie wird alt, aber sie verkriecht sich immer noch in der Stadt. Als ich da gewohnt habe, hat sie mich dauernd angebrüllt. Ich bin vor einer Weile weggelaufen und meine Mutter macht sich bestimmt Sorgen. Würdest du das für mich tun? Den Brief überbringen? Ja klar, machen wir das. Wenn wir sonst nichts zu tun. Danke, sie heißt Sanja und wohnt in der Unterstadt. Ich zähle auf dich. Brief an Mutter erhalten. Okay. Oh, ich krieg kein Essen, wenn ich es nicht zur Ausgabe schaffe. Oh, was ist los? Ich habe mich auf der Flucht am Bein verletzt. Bald wird Essen verteilt. Aber so komme ich da nicht hin. Für ihn hingehen? Jo. Oh, du holst Essen für mich? Danke, das ist so nett von dir. Alle herkommen, das Essen ist fertig. So, und das müssen wir jetzt wirklich super schnell machen. Wir müssen jetzt schnell da runter. Und mit der alten Dame reden. Das war die falsche Dame. Hm, das ist die richtige Dame. Tut mir leid, ich habe das ganze Essen schon verteilt. Okay, die ist das. Müssen wir einfach nochmal versuchen. Das ist ganz, ganz enges Zeitfenster, wo man da hat. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob oben oder unten rum schneller ist. Ich gucke mir das jetzt gerade nochmal von oben an. Hm, ich glaube, von oben sind wir ein Tick schneller. Obwohl... Schwierig zu sagen. Probieren wir es einfach nochmal. Ist ja auch seltsam, ne? Das Essen ist knapp. Aber ständig gibt's Neues. Naja. Du warst zu spät, schon gut. Ich weiß, wie hart es... Oh, ja, ja. So.
Nochmal? Nee, ich muss erst das Dorf verlassen, also... Was tun wir nicht alles? Raus aus dem Ding. In der Zwischenzeit könnte er auch mal langsam hinhumpeln, aber nö. Ist halt auch eine Art von Minispiel. Aber ich find's gut. Immer was anderes zu tun, immer Abwechslung. Nicht nur einfach sinnloses Monster-Killing. Ach, wenn ich nur wüsste, welcher Weg kürzer ist. Moment, wenn ich jetzt den von oben nehme, dann werde ich ihn schon mal... So. Genau, es geht nämlich schon wieder. Und los. Taste ist gedrückt. Darf man nirgendwo hängen bleiben, sonst kann man es schon wieder vergessen. Ah, hoffentlich geht das noch. Hm? Der hat aber eben was anderes gesagt. Hat die mir jetzt Essen gegeben oder nicht? Eben hat sie noch was anderes gesagt. Hm, mal gucken, ob ich jetzt was dabei habe. Ich war schon wieder zu spät. Na, klasse. Nochmal raus. Jetzt versuche es von unten. Oh Mann, wir scheitern echt daran, was zu essen zu besorgen. Was ist das für eine Gruppe? Aber ihr habt es gemerkt, also diese Zeitfenster, man darf wirklich nirgends hängen bleiben, man muss richtig optimal rennen. Der untere Weg mit den ganzen... Naja gut, ist ja eigentlich nur darin, dann kann ich gleich drücken. Ja, okay, ich glaube, der untere Weg ist wirklich ein Tick kürzer. Probieren wir es nochmal. So. Ja, das war schon... Ach Gott, was mache ich denn? Oh nein. Nein. Okay. Ich gebe nicht auf. Ich werde irgendwann das Essen noch bekommen. Wenn es das letzte ist, was ich in diesem Part tue. Ist eh besser so. Ich glaube, da hinten kommt ein neuer Dungeon. Den könnten wir jetzt eh nicht mehr anfangen. Nehmen wir uns dann für das nächste Mal auf. Und können wir noch ein bisschen rumfällen, was soll's. Vielleicht nenne ich die Folge auch so. Futtersuche oder so. Aber ich hatte schon immer Probleme mit diesem Minispiel, auch in meinem früheren Durchgängen. Ja, so blöden Rennen an der Tante auch noch vorbei, wie so ein Bekloppter. Naja. So, jetzt aber. Ha, ich hab's. Mann, oh Mann, schwer erkämpftes Essen, wirklich. Wenn der Typ jetzt pienst, dass es zu kalt ist oder so, dann schlage ich noch eine rüber. Bitteschön. Danke, das bringt mir neuen Schwung. Ich habe nicht viel zu verschenken, aber nimm das. Ein stacheliger Samen. Okay. Auch darüber werden sich die Pippots freuen. Wenn wir denn mal wieder einen finden würden. Ist schon lange her. So, da hinten geht's raus aus... Okay, nehmen wir die Sequenz noch mit. Unglaublich, dass Gotthards Zug verunglückt ist. Vielleicht wurde er von diesen Eiskreaturen angegriffen. Hast du das gehört? Das eben? Ob das... Bestimmt! Hä? Was wollt ihr zwei? Wo ist der Zug, von dem du geredet hast? Hä? Zug? Sag es uns! Gut. Bitte? Da lang.
Meinst du? Ist einen Versuch wert. Hä? Das ist gefährlich. Da sind ein paar echt seltsame Dinge passiert. Wisst ihr? Ja, seltsame Dinge passieren uns ständig. Ich wollte aber jetzt nicht raus aus dem Dorf. Wir waren da noch nicht ganz fertig. Da war noch eine Ecke. Nee, so geht's nicht. Unfallstelle des magischen Zuges. Also da können wir uns schon im nächsten Part drauf freuen. Aber jetzt gehen wir noch mal ganz kurz ins Flüchtlingslager. So, weil da rechts habe ich noch mal was gesehen. Mit euch habe ich noch nicht geredet. Okay. So, nichts Wichtiges. So, das nehme ich eine Leiter. Gucken wir mal. Mhm. Das ist nix. Da will er nicht rein. Da ist auch nix. Ah, was ist denn das? Interessiert ihn nicht. Okay. Na gut, das macht vielleicht später erst noch Sinn. Momentan eher nicht. Dann gehen wir wieder hoch und ich glaube, wir müssen noch in dieses eine Häuschen. Da können wir dann auch übernachten. Und das war's dann. Hier ist nix, oder? Nee, hier ist nix. Hier sind sogar noch zwei Häuser. Dann gehen wir zuerst in das, wo keine Übernachtung möglich ist. So. Mal gucken, haben wir das schon geholt? Scheint. Da hinten, da. Aha, da ist noch was. Ja, noch ein Samen. Sehr schön. Wenn wir noch mal kurz dahin, ich erinnere mich nämlich, dass da auch eine Vase waren. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die geholt habe. Jo, die habe ich geholt. Und da ist nix. Gut, dann ab ins Häuschen. Oder mehr in das Zelt eigentlich. Dieses Zelt ist für Kranke und Verletzte. Ach, und da ist der Pippot. Sieht aus, als wollte er den stacheligen Samen. Geben wir ihn? Ja. Er hat etwas aus dem Topf genommen. Prickelnder Samen. Ja, ich kann es euch ja mal sagen, was es damit auf sich hat. Moment, jetzt geben wir aber erst noch die anderen Samen ab. 77 hat er schon. Fehlen ja nur noch 22. Und wir bekommen einen Machtarmreif. Dankeschön. Ja, mit diesen besonderen Samen, da müssen wir von Ort zu Ort reisen und jeder, ein bestimmter Pippot möchte eben einen speziellen Samen. Das ist so ein kleines Kettenspielchen. Und ganz am Schluss bekommen wir natürlich was Tolles. Aber dieses Minispielchen können wir erst machen, wenn wir überall hin können. Oh, und das habe ich jetzt aus Versehen weggeklickt. Die Armee hat eine Vorratskiste bei der heißen Quelle im Grozanischen Flüchtlingslager hinterlassen. Das ist ein Schatzhinweis. Also hier. Hier ist ja das Flüchtlingslager. Ihr habt die Monster ausgelöscht. Vielen Dank. Das ist so eine Erleichterung. Wir haben einen neuen Schatzhinweis bekommen. Und der Schatz sollte hier wo sein. Und ich sehe ihn auch schon. Jetzt macht nämlich dieser Ort hier unten macht jetzt Sinn. Ja, den holen wir natürlich jetzt noch schnell. Na, ihr wisst ja, diese Schätze, die haben immer was Feines an sich. Die haben mich eigentlich noch nie enttäuscht. So, da ist er. Spitzenfeldherr und Spitzenring. Ein Stab. Nur für wen? Probier's mal bei Jensen. Jawohl. Und der Ring kann... Wasserstufe 2, Magie-Stufe und Gift. Ah, auch nicht schlecht. Ja, diese Schatzsuche wird natürlich noch deutlich anspruchsvoller. Es ist nicht so, dass man ständigen Hinweis bekommt und in der nächsten Ecke liegt er. Das ist jetzt nur am Anfang noch so. Später muss man da teilweise richtig übel suchen. Naja, haben wir das auch. Und jetzt in das letzte Häuschen.
So. Die Unterkunft. Ah, ich bin gerade fertig mit Saubermachen. Geh ruhig ins Bett. Das ist aber nett. Hier können wir rasten. Na dann. So, fertig gerastet. Und da ist noch eine Kiste. So, dann hat das... Oh, Alschildus. Hey. Cool. So, dann hat das zeitlich ja wunderbar geklappt. Und wir haben auch einen Hinweis, wo Sarah und Keim sein könnten. Sieht doch gut aus. Läuft richtig gut. So, dann hoffe ich, dass ihr mal wieder Spaß hattet. Und wir werden hier auf der Karte speichern und... Ja, vorerst eine kleine Pause machen. Also, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Lost Odyssey.